eigentlich bin ich ja ein Netter. Und ich glaube, die Batterien ihrer Uhr sind einfach leer. Sie ist eine höfliche Schuldirektorin. Sie ist hilfsbereit. Sie tut alles für ihre Schüler. Die Frau Krupp ist manchmal nett. Und sie ist ganz nett manchmal nett. Gibt alles, auch wenn es nicht gerade passt. Und wenn sie keine Zeit hat, tut sie immer noch was für ihre Schüler. Geht Ausflüge. Schön umgezogen. Ja, schön und umgezogen. Die hat tolle Ideen. Und die hat tolle schöne Ideen. Haare. And she's always patient to help people. And she also never gets angry, though. But after a while, she could get angry, but even though she doesn't really get that angry. But anyway, in general, she's just a very nice person. Und schöne Brillen. Die hat schöne Brillen und die hat schöne Schuhe. Und die ist die beste Chefin von dieser Schule. Frau Krupp, ist das richtig? Am besten kann sie Computer und kann PowerPoint. Texte. Ja, Texte, so mit Internet. Oder Homepage. Frau Korb, ich brauche Hilfe. Wenn wir Unterricht haben, also wenn Frau Krupp bei uns Unterricht hat, erklärt dies nochmal, aber für die Dummen erklärt dies halt noch einmal, aber genauer. Ihre Tür ist zum Beispiel immer offen. Als Beispiel, wenn irgendjemand ein Problem hat von den Schülern, von den Lehrern, jeder kann sofort zu ihr hin. Ich war in meiner alten Schule, die Chef war immer sauer und dann immer Strafe gegeben. Und dann, als ich in diese Schule gekommen, ich habe immer Angst. Sie ist auch sauer und Streit mit mir macht. Aber sie ist nicht so, sie ist nett.